Sie sehen, wir haben schon ein bisschen aufgepasst. Und wir haben schon ein bisschen aufgebaut. Vielen Dank. Unsere musikalischen Gäste heute Abend spielen mit elektrischen Gitarren. Sag ich mal für die älteren Herrschaften. Und sie haben den einen oder anderen Verstärker. Das kennt ihr zu Hause, Kids, oder? Sowas kauft man sich vom Selbstersparten. Im Jugendzimmer Olaf wird das dann aufgebaut. Und Mutti sagt irgendwie von der Tür: Was? Mach doch mal leiser! Motorhead! Heute Abend. Für Sie zu Hause. Ich finde es großartig, dass wir uns zumindest musikalisch hier eine. Das ist ganz ungewohnt für mich hier. Das sind so Monitore, da hört sich dann die Band, ja? Eigentlich wäre es für mich einfacher, wenn ich hier stehe, aber da stehe ich zu nahe, oder? Da stehe ich zu nahe. Hallo, guten Abend. Wo kommen Sie her? Frankreich. Aus Frankreich? Nein! Vous êtes française? Oui, oui, monsieur. Woher? Bordeaux. Oh, vous êtes là avec monsieur Fillon? Plus ou moins. Non? Non. Plus ou moins, non. Vous le connaissez? Oui. Per Zufall! Monsieur Fillon, wie heißen Sie? Votre nom est? Gaia. Gaia. Bienvenue de notre petite show. Oh, merci. Unsere Gäste international. Aber so stehe ich zu nah. Ich gehe wieder hoch, oder? Soll ich hochgehen? Ist, glaube ich, einfacher. Ich meine, das ist doch, meine Damen und Herren, eine schöne Sache, dass wir uns heute zumindest musikalisch aufwärmen können. Das ist doch kein Sommer, oder? Es ist doch viel zu kalt. Es regnet und Sie haben es gehört in den Nachrichten, am Wochenende soll die Schneefallgrenze auf 1600 Meter sinken. Also das ist doch wirklich kein Sommer, oder? Ich beschreite halbe Partys mit dem Satz, das ist doch wirklich kein Sommer. Es ist so kalt, viele sagen, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Plus ou moins. Vous connaissez Monsieur Fillon plus ou moins? Plus ou moins. Plus ou moins. Mehr oder weniger. Kennst du die Dame? Ja. Plus ou moins? Vous êtes fiancé? Non. Wohnen Sie bei ihm? Aha. Nicht mehr. Wie charmant sich das auf Französisch anhört. Nicht mehr. Oder, nee, Schluss. Nicht mehr. Nicht mehr ist eigentlich besser als noch da wohnen. Nicht mehr. Wirklich, in Köln-Mühlheim ist es so kalt, die Fußgänger in Köln-Mühlheim zittern zum ersten Mal vor Kälte und nicht vor Angst. Und ich finde auch, Ernst August kann froh sein, dass er es schon hinter sich hat. Oder? Ich meine, ja. Sie wissen, was ich meine. Sonst müsst ihr jetzt Angst haben, dass er am Pavillon festfriert. Mehr. Auf der Zugspitze, meine Damen und Herren, 50 cm Schnee. Das sind 10 cm mehr als in der Garderobe von Motorhead. Man! Und alles live, den ganzen Tag wurde aufgebaut und heute Mittag der Soundcheck, meine Damen und Herren, und das müssen wir mal erlebt haben. Wir haben heute ein sensationelles Programm mit sensationellen Gästen, zwei außergewöhnliche Frauen, die perfekt zum heutigen Themenabend Gitarrenmusik mit leichter elektronischer Verstärkung passen. Mein erster Gast ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt in Deutschland. In diesem Jahr ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera und dem Echo. Kürzlich erschien ihr neues Album Evolution. Heute Abend bei uns Sabrina Settler. Oh,
Und mein zweiter Gast ist eine von diesen jungen Powerfrauen, die dafür sorgen, dass Deutschland überhaupt funktioniert. Sie ist der Chefin von seit gestern Mittag 14.12 Uhr Deutschlands erfolgreichstem Musiksender. Vorbeigezogen mit, ich glaube, 4,5 Schülern an Viva, dem Girlie-Lieferanten Nummer 1. Jetzt die Nummer 1 bei unseren jungen Zuschauern. MTV-Chefin, heute Abend bei uns Christiane zu Salm. Eine Band bei uns zu Gast, wenn Sie zu Hause fragen, wie laut spielen eigentlich diese jungen Herren aus dem angelsächsischen Sprachraum? Es ist vergleichbar mit dem Start eines Düsenflugzeugs. Und wer von uns fährt nicht ab und zu am Wochenende an den Flughafen raus und sagen, hör mal, Mutti? Die kleinen Freuden sind es. Heute Abend bei uns Motorhead! Bis 150 Dezibel sind uns vertraglich zugesichert. Heute Abend. Was können wir wieder mal froh sein, dass wir in Köln-Mülheim leben und nicht in New York, oder? So oft sagen wir uns, ein Glück sind wir nicht auf The Big Apple. Jetzt Rattenplage in New York. Sogar im Rathaus in New York sind Ratten. Gut, für New York ist das neu, aber... Ja, Moment. Moment. 70 Millionen Ratten. Das heißt, pro Einwohner 9 Ratten. Wird jeden Abend durchgezählt. 9 Ratten pro Einwohner. In China ist das im Grunde so eine Art Erntedankfest. Ja? Auch dieser Scherz wieder heute von uns aus dem Internet geholt, eingeschickt von unserem Zuschauer Frank Hagemann aus Madrid. Unglaublich, oder? Mit Internet ist das jetzt alles möglich. Eintippen, Stempel drauf und abgeschickt. Ratten, oder wie wir sagen, Tauben ohne Flügel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie wissen, dass ich bin ein großer Freund der Tierwelt. Und nicht nur der kuscheligen Tiere, der Hamster und Kaninchen, nein, auch Insekten. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, den Ratten fühle ich mich irgendwie verwandt. Ich sage es ganz offen. Jedes Mal, wenn ich eine Ratte anschaue, entdecke ich ein Stück aus mir selbst. Diese süßen Augen, das glänzende Fell und der körperlange Schwanz. Sexualwissenschaftler haben jetzt herausgefunden, meine sehr verehrten Damen und Herren, extrem braun gebrannte Männer haben bei Frauen weniger Chancen. Weil die Damenwelt sagt, diese Männer, die so braun sind, die sind den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigt. Ja? Sie kümmern sich zu sehr um den eigenen Körper und viel zu wenig um die Partnerin. Extrem braun gebrannte Männer sind also entweder Südländer oder wie wir hier salopp sagen, Steckdosenneger. Da komme ich wieder mit meiner Schulbildung so. Ich dachte immer, es heißt plus ou moins, weil U doch ein Vokal ist. Ich habe plus ou moins gesagt, aber das haben Sie nicht so richtig gehört, glaube ich. Plus ou moins, nicht mehr. Ich wohne nicht mehr da. Obwohl es halt so süß geprickelt. Nicht mehr. Am tollsten, muss ich sagen, finde ich Männer, die am Strand liegen mit diesen reflektierenden Halskrausen. Ja? Damit auch hier alles braun wird. Wissen Sie, was sonst der Hund hat, damit er sich nicht kratzt bei Parasiten in der Darmflora.
Falls Sie wissen wollen, wo man alles über Sonnenstudios und gesunde Bräune erfahren kann, die Internetadresse von unserem Computerexperten Mr. Singh. Hello! Mr. Singh. Mr. Singh, wie lautet die Adresse für gesunde Bräune? www.mothertalking.com. Thank you. Oh, meine Krawatte ist verrutscht. Entschuldigung, meine Krawatte war verrutscht und da ist man beim Sender sehr pingelig. Krumme Krawatte gibt Minuspunkte. Eine schreckliche Meldung und sammeln Sie sich bitte, die Russen sterben aus. Wir alle haben es versucht, nicht gewusst. Wir alle. Und zwar, niedrigste Geburtenrate in der Geschichte des Landes. Gesunkene Lebenserwartung. Man muss sich entscheiden. Ja, man kann nicht alles haben. Ja, man kann nicht alles haben. Entweder saufen wie Boris, ja, und dann heißt früher Adios. Oder eben 80 werden und sich auch so fühlen. Wenn Russen aussterben, heißt es denn, Berlin ist bald eine Geisterstadt? Jährlich sinkt die Einwohnerzahl in Russland um 750.000 Zuschauer. Das muss ich mir mal vorstellen. 750.000 was? Einwohner. Ja. 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 Gut. Aber das habe ich schon oft zugegeben. Ja, mich interessieren keine Einwohner, mich interessieren nur Zuschauer. Also 750.000 Einwohner. Muss man sich vorstellen, wenn es so weitergeht, sieht es bald aus wie auf der Expo. Weg! 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 Wieder mal ist es soweit. Wir sind begeisterte Fans der Werbung, denn Sie wissen es, die Werbeindustrie finanziert unsere sympathische kleine Familienshow. Wir haben einen Spot vorbereitet für alle, die ein bisschen Probleme haben mit dem Gewicht. Und diesen Spot möchten wir Ihnen gratis heute zur Verfügung stellen. Wow! Mann, ist die fett geworden. Mhm, 40 Kilometer. Was ein Fettarsch. Boah. Mit Fette Sau war es ganz einfach. Widerlich. Tja, meine Herren, Fette Sau verstopft den Darm und bläht nicht auf. Fette Sau, dicker Bauch und Schwabbelkiste. Ah. Bah. Wie oft werde ich gefragt, sag mal, Harald, oder sagen Sie mal, Herr Schmidt, oder einfach, Herr Doktor, was kann man denn im Urlaub lesen, ohne dass es einem gleich einen Korkenzieher ins Hirn windet? Einfach am Strand mal richtig schmökern. Und ich sage oft, ich weiß es auch nicht. Ja? Mal ist es schwer, mal ist es zu oberflächlich. Und heute ein schöner Artikel in Feuilleton der FAZ, und zwar folgendes mit der eingängigen Überschrift: Zauberer Merlin beschimpft Stabsoffizier. Und das ist ein interessanter Vergleich, und beide Bücher kann man Ihnen empfehlen, denn es geht um oben, die Älteren werden ihn erkannt haben, Ernst Jünger, und unten ist es Louis Ferdinand Céline. Zwei Autoren mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, aber trotzdem für viele Autoren, die man sich durchaus mal am Strand durchblättern könnte. Und der eine hat ein Buch geschrieben, Reise ans Ende der Nacht, Céline, teilweise düster, teilweise ein bisschen, man kann sagen, negative Weltsicht, aber das können Sie ja weiterblättern, und die zwei Seiten, wo es nicht so ist, da können Sie dann hängen bleiben. Aber der andere, Ernst Jünger, ja, den habe ich sozusagen bei mir. Und das ist meine Urlaubslektüre, meine Damen und Herren, am Strand in diesem Jahr, Ernst Jünger in Stahlgewittern. Ja, muss ich sagen, wird hier ich finde, es passt in einen Abend, der musikalisch mit Motorhead beendet wird. Und dieses Buch spielt
im weitesten Sinn kann man sagen, im Ersten Weltkrieg. Aber es ist eine völlig andere Sichtweise, als ihr sonst vielleicht bei Beschreibungen gelesen habt. Ich habe es mir heute Mittag gedacht, als ich wieder drin rumgeblättert habe. Schauen Sie, hier steht zum Beispiel, am 7. April wurde am rechten Flügel der Füsilier Kramer durch Gewehrgeschosssplitter am Kopfe verletzt. Diese Art der Verwundung kam infolge der beim geringsten Aufprall zerschellenden englischen Munition. Sehr häufig vor. Am Nachmittag wurde die Umgebung meines Unterstandes stundenlang mit schweren Granaten beworfen. Der Lichtschacht wurde zersplittert und bei jedem Aufschlag flog ein Hagel von hartem Lehm durch die Öffnung, ohne uns jedoch beim Kaffeetrinken stören zu können. Und am Schluss erhält Ernst Jünger in diesem Buch den Orden Pour le Mérite. Und er liegt im Lazarett mit Kamerad Wenzel aus der Staffel Richthofen. Kampfflieger, Sie wissen. Und wissen Sie, wie der Wahlspruch dieser Staffel war? Und das weiß man nicht, das vergisst man. Und denken Sie nachher, wenn Sie nachher Motorhead hören. Der Wahlspruch der Staffel Richthofen war, und es würde mich nicht wundern, wenn das das Motto der neuen Senderfamilie wird, eisern, aber irre. Mein erster Gast hat, glaube ich, Ernst Jünger noch nicht gelesen, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie gleich dieses Buch kauft, zum Beginn ihrer Ferien. Sie hat den Echo erhalten in diesem Jahr und die goldene Kamera. Kürzlich erschien ihr neues Album Evolution, das, wie es heute so üblich ist, gleich auf zwei CDs verteilt wurde. Sie ist die ungekrönte Königin des deutschen Rap. Herzlich willkommen, Sabrina Setlur! Das habe ich vorher natürlich nicht gesehen, das war noch das Reiseoutfit. Ja, genau. Ja, ich dachte mir, da ich ja heute das fünfte Mal gekommen bin, ich meine hierher, zu dir in die Sendung, dachte ich, zum Abschluss. Wow, und du siehst absolut hammermäßig Dankeschön, aus. Dankeschön, du auch. Ja, nein, komm, das ist nicht nötig, dass du das sagst, nein. Aber ich habe dich noch gar nicht gesehen, jetzt wieder mit den langen Haaren. Das letzte Mal, als du, glaube ich, hier warst, hattest du noch so ziemlich kurz. Und es war schon ein bisschen auf dem Weg, aber noch nicht so wie jetzt. Also, ich muss dich leider enttäuschen, aber das letzte Mal hatte ich falsche Haare dran und die waren bis hier. Richtig, aber ich habe mich geweigert, diesen falschen Haaren zu sehen. Und deswegen. Ja, alles für meine Eltern jetzt. Toll. Ich finde dir sehr, sehr gut. Danke. Du wirst eigentlich wirklich immer attraktiver. Dankeschön, dankeschön. Du sahst eigentlich immer schon toll aus, aber jetzt kommt da irgendwie noch so eine ganz gefährliche Weiblichkeit dazu. Naja, die innerliche Uhr tickt ja und man muss ja auch irgendwie an den Mann rankommen und muss ja was passieren. Die innere Uhr tickt? Du bist ja noch keine 30. Nee, noch nicht, aber... Du hast deinen Geburtstag auf der Bühne gefeiert? Mhm. Wie war das? Also ich muss sagen, es war sehr schön. Es war sehr rührend und ich habe schon wieder geflennt wie so ein Baby. Aber bist du so jemand, die nah am Wasser gebaut ist? Ja? Total, ja. Ich heule ja bei Bambi auch schon. Also. Ja, wie, bei dem Film oder bei der Verleihung? Beidem. Wirklich? Ja. Ja. Aber es ist auch süß mit dem Reh, oder? Ja. Diese Pulleraugen. Ja, total süß. Ja. Ich habe ja noch keinen Bambi bekommen, aber... Du hast noch keinen Bambi bekommen? Bitte, aber ich krieg bestimmt einen Bambi für die dramatischste Statistenrolle im deutschen Kino dieses Jahr. Wo war das? Bei Anatomie. Also es war sehr anstrengend, nichts zu sagen. Echt? Ja, glaub mir, für mich ist das ganz schlimm, wenn ich mal nichts sagen muss. Was hast du da gespielt? Gar nichts. Warst du eine Leiche oder was? Nee. Nee, nicht mal das. Ich war einfach da. Ja? Ja, habe auf den Boden geguckt und habe dann... Da gab es dann noch eine Szene, da habe ich gesagt, und? Ja. Und das war's. Oh Gott. Oder warum? So kurz? Ja, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich nehme mal an, da gab's, das war so die Rolle, die einfach auf meinen Leib geschnitten war. Ja. Also dieses und, glaube ich, habe ich so perfekt rübergebracht, dass sie gesagt haben, die braucht die Rolle. Ich glaube auch. Es wird bleiben von diesem Film. Das war der Film, mit dem Sabrina Setlur gesagt hat, und. Und hast du nicht Udo Jürgens und Bambi verliehen? Ja, das war alles nicht so, wie ich es geplant hatte, weil ich hatte eigentlich mir so eine wunderschöne Rede geschrieben mit allen Titeln, die er jemals, oder die ich zumindest kenne, so von Pinocchio bis... Hat er Pinocchio gesungen? Ja, nein. Pinocchio, nee, das hat er, glaub ich, mit der langen Nase, komm doch nach Haus in der dunklen Straße. Ja, da war Udo Jürgens, Pinocchio. Udo Jürgens hat nicht die Titelmelodie zu Pinocchio gesungen, sondern zu Tom und Jerry. Mary Rose hat nämlich Pinocchio gesungen. Mary Rose. Ja.
Mein Gott. Ja, das Marius. Weiß ich sogar noch. Ja. Und Karel Gott war Biene Maja. Biene Maja, das weiß ich, ja. Ja. Und Heidi war Grit und Erika. Oder? Gitti und Erika. Gitti und Erika, genau. Ja, das weißt du alles. Ja, ja, das ja. waren für mich damals Hits. Für mich auch. Ja. Heute noch. Ja, für mich auch. Oldies but Goldies. Oldies, das sind ja Zeiten, die nie vergehen. Ja. Eigentlich, das kommt alles immer wieder. Und wie war das mit Udo? Hat er... Ja, wie gesagt, ich habe mir halt diese Rede zusammengestellt. Die habe ich selbst geschrieben. Ja. Und da waren halt diese Titel dabei. Und ich bin dann halt zu der Probe hin und dachte, ja, das funktioniert alles. Und dann abends hatte ich dann auch den Zettel. Ja. Nur ich bin ja blind, so wie du. Genau. Und ich habe leider vergessen, dass der Abstand einfach zu weit ist. Und ich habe nichts mehr lesen können, was auf dem Zettel stand. Dann wurden aus 66 Jahren, oder mit 66 Jahren ja. fängt das Leben an, wurde dann mit 17 Jahren fängt das Leben an. Und 66 Jahre blondes Haar, und aber bitte mit Schokolade. Und das ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander gewesen. Dann habe ich ihm statt seinem Bambi, habe ich ihm das Mikro in die Hand gedrückt. Und, ja. Udo hat aber eh nichts gesehen mit der raushängenden Zunge, oder? Ich glaube, der steht nicht so auf Schwarzhaar. Udo steht nicht auf dich? Bitte? Also, ich denke mal, er war sehr genervt. Er war sehr genervt, weil... Ehrlich? Ja, ich glaube auch, weil ich sollte auch seinen Titel ansagen. Und ich habe aber den Titel vergessen. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, ich glaube Herzschmerz, Weltschmerz. Irgendwas mit Schmerz. Trugst du denn keine Linsen? Nee. Jetzt auch nicht? Nee, jetzt nicht, nee. Ehrlich? Doch, natürlich, jetzt trage ich Linsen. Jetzt hast du Linsen. Du, sag doch mal, wie viele Dioptrien? Ich dachte eigentlich, ich habe nur 1,5 und 0,7, aber ich war jetzt vorgestern beim Augenarzt und der sagte mir, ich habe 3,5 auf dem einen Auge. Also ich ja. bin richtig blind. Absolut. Ist mir nie so richtig aufgefallen. Ich habe 5,75. Ich sage es immer gerne wieder, um Leuten Hoffnung zu machen. Ja. ja. Aber danach ist natürlich ohne Brille nichts mehr zu retten. Du, entschuldige bitte. Sag, was sind das? Das eine ist eine ja, CD, das andere ist eine Single. Du hast es falsch gesagt. Ich habe es falsch gesagt. Ich wünschte, es wären meine Platten, aber es sind nicht meine Platten. Ach so. Nee, ich bin da nur trotzdem, drauf. Ja. Ich muss selber mal gucken, was das ist. Ihr habt ja mit eurer Plattenfirma 10-jähriges Jubiläum gehabt. Genau. Ja? Also das ist Evolution. Ach so, das heißt Evolution. Ich dachte Evolution. Nee, das dachte ich auch immer. Aber dann haben mir die Leute gesagt, das heißt Evolution. Wir sind ja hier in Deutschland, ne? Schön, und, das von dir zu hören. Ja. ja. und hier sind halt auf dem Album sind halt... Also außer den beständigen Künstlern, die es halt gibt, so wie Xavier, Illmatic, Moses, Bruder Sven. Das muss ich sagen, das sind halt, heutzutage... sind halt die alten Künstler und die neuen Künstler dabei. Also ja. wir haben ja neue Künstler gesigned. Und da ist zum Beispiel drauf die Linda, J-Love, Stephen Galloway, Azad, und da fehlt auch wirklich keiner von der Vater von dir, ja? Moses ist auch drauf. Der Vater von Moses? Der Vater von Moses ist lieber drauf. Lieber Gott, das ist die ja Maya sensationell. Ist drauf. Udo Lindenberg ja. ist sogar drauf. Udo, wie geht's ihm denn? Udo, ja, Udo geht's Was singt denn Udo? Kann ich so ein bisschen atemlos singt er. Atemlos, ja. das ist schön, dass er von sich erzählt. Ja, und das ist was ist das hier? Das ist, ich finde, du bist echt eine ganz geile Sau. Nee, das ist ja nicht drauf. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, weil jedes Mal, wenn ich an Udo denke, muss ich an diesen Spruch denken. Sagt Udo zu dir? Nee, ich habe einfach nur so dran gedacht. Ich finde, du bist echt eine geile Sau. Sagt Udo. Ganz geile Sau. Aber er ist doch so ein Berliner. Ja, eigentlich ist er Hamburger. Eigentlich kommt er aus Westfalen. Ach so, ja. Ja, ja. Gut, dann aber lebt schon so lange in Hamburg im Hotel. Dann war das eben völliger Schwachsinn, ja. ist auch egal. Also Revolution ist so ein Best-of-Album. Da sind halt die ganzen alten Tracks drauf und die alten Künstler. Ja. Und das ist halt so das Ding, wo die neuen Künstler drauf sind. Verstehe. Also wir kaufen am besten beide, dann können wir nichts... Auf welchem ist der Vater von Moses auch drauf? Auf dem Evolution. Auf dem Evolution. Evolution. Evolution und Revolution. Revolution. Das sind nicht meine Alben, leider. Ja, aber du bist mit drauf. Ja, also bei dem habe ich einen Track und bei ja. dem hier mehrere, glaube ja. ich. Ich habe da noch nicht und du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, ich bin da wieder in meine Schlüssigkeit drüber weggegangen. Die Uhr tickt und so weiter. Bist du auf der Suche nach einem Mann oder willst du heiraten? Oder was ist das? Nö, also jetzt nicht unbedingt auf der Suche, aber ich meine, irgendwann mal wäre es schon toll irgendwie. So ja. mal, ne? Ja, aber ich meine, du kannst doch genug kennenlernen auf Tour und sie ist wirklich, wenn wir nicht vorhin das Thema in anderem Zusammenhang gehabt hätten, würde ich sagen, rattenscharf aus. Oh. ja. Aber ich meine, die Männer müssen noch bei dir an vor dem Hotel. Nee, nee. Ehrlich. Vielleicht. Aber weißt du, es kann auch daran liegen, ich meine, deine wie nennt man das, deine Redakteurin oder so, die das Vorgespräch führt? Meine Redakteurin, selbstverständlich, ja. Ja, die leider ja krank ist heute, wie ich gehört habe. Meine Redakteurin ist krank? Ja, Steffi. Oh, richtig, natürlich. Die ist krank, ja. Gute Besserung, Steffi. Ja. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, die hatte mir erzählt, dass irgendwie in den Zeitungen steht, dass irgendwie lechzende
Teenies oder irgendwie sowas da spielt. Und das kann aber daran liegen, dass ich wirklich doch dann 3,5 habe, dass ich das gar nicht sehe. Also ich nehme mal an, dass es daran, weil ich sehe keine lechzenden Teenies. Ja, vielleicht wäre ein Teenie auch nicht das Richtige für dich, oder? Und vielleicht haben auch Männer Angst vor dir, weißt du? Erlebt man häufig, dass Männer vor sehr, sehr attraktiven Frauen Angst haben. Also wen ich gerne mal kennenlernen würde, wenn dich das interessiert, ist der Typ, der bei euch immer diese Werbespots und diese bösen Witze erzählt. Weißt du, was ich meine? Der hat so eine tolle Stimme. Mmh, und ich frage mich immer, wie sieht der aus? Er sieht so geil aus. Er sieht so geil aus. Der Peter ist doch bestimmt noch da, er soll mal runterkommen. Ist der Peter noch da? Er kommt gleich. Du, und er, das ist, man hat es ja häufig, dass Leute eine wahnsinnig geile Stimme haben, ja, aber dann siehst du es. Aber bei ihm überhaupt nicht. Nee, ich finde es Wahnsinn, wenn du so die hörst, also er sagt das mit so einer. Ja. Ach, ich weiß nicht, wie man das sagt. Also du liegst da nachts im Bett und du guckst Harald Schmidt und denkst, aber du weißt halt nicht, wie er aussieht. Doch, er sieht absolut wahnsinnig aus. Also ich kenne Männer, die haben eine tolle Stimme und sehen so zum Kotzen aus. Das ist Wahnsinn. Ja, nein, ich weiß, wen du meinst. Also falsche Stimme. Ja. Aber er ist noch da. Ja? Er kommt runter. Wahrscheinlich kommt jetzt mit dieser hängenden Zunge nicht schnell genug um die Ecke. Aber wir warten noch so lange und er wird dich von der Bühne bringen. Und er sieht wirklich, er ist total braun. Wow. Ja. Er ist super sportlich. Wie alt ist er? Ende 20. Oh. Ende 20. Das ist halt Aber er hat jung, einen ne? Body, der ist zu jung. Nee, ich glaube, er ist Mitte 30, glaube ich. Er ist Mitte 30. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, ich stehe eher auf ältere Männer, weil die haben dann schon alles hinter sich, die sind dann nicht unbedingt so. Ja, aber er ist im Grunde alterslos. Er hat die Erfahrung. Er hat die Erfahrung eines alten Mannes. Mhm. Ja. Er hat aber auch den Charme eines naiven Klosterschülers. Oh. Und er hat eben eine Stimme, die im Grunde nie müde wird, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wo bleibt er denn so lange? So schnell lang kann er nicht braun, bis er sich anzieht, oder? Ja, müsste ja jetzt. Wo, kommt er? Da ist er. Ist er da? Sabrina. Komm, dann nicht hingucken, weißt du? Okay. Komm. Ich sehe doch eh nichts. Peter, stell hier. Herzblatt. Okay. Das ist unsere Stimme, Peter Rütten. Sag mal was. Sag mal was. Hallo Sabrina. Nee, sag's mal so richtig. Hallo Sabrina. Nein. So richtig, du weißt schon, wie sie meint. Du weißt schon. Sexy oder was? Naja, so, ja, vielleicht so wie gestern, wie du den Brief von Yvonne Busso vorgelesen hast. Ja, genau. Hallo Sabrina. Ja, das ist es. Und hier ist dein Herzblatt. Was will die beide mal rein? Sabrina. Danke dir. Ich will euch nicht länger stören. Ihr wisst ja, wo die Garderobe ist. Peter Rütten und Sabrina Zettler. Und jetzt kommt der alte Rudi Carell-Satz. Lassen wir die beiden mal allein. Wie habe ich sie getrennt befragt? Meine Damen und Herren, es kommt die nächste außergewöhnlich attraktive Frau. Eine Powerfrau, die ein Weltunternehmen Deutsche Dependance leitet. Sie ist die Chefin von MTV Deutschland. Herzlich willkommen, Christiane zu Salm. Ich freue mich sehr, dass du endlich mal hier bist. Ja, es ist eine höchste Zeit. Ja, das war seit 2 Jahren haben wir immer wieder angefragt. Dann war es alles schon verabredet, dann hat es wieder nicht geklappt und so weiter. Termine und Geschäfte. Ich meine, du bist ja eine Businessfrau, wie es im Buche steht. Ich weiß, es wird höchste Zeit. Ich hatte auch schon ganz schlechtes Gewissen. Aber du verstehst, ich musste mich um die MTV-Zuschauer kümmern. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ist das wie eine Mutter, die zum Kindergarten geht? Oder meine MTV-Zuschauer sind ja noch sehr, sehr, sehr jung. Jo, genau. Ja. Nee, aber das ist eigentlich ein tolles Gefühl, weil ich fühle mich als Teil davon. Ich fühle mich genauso jung wie die Zuschauer. Wirklich? Ja. Ja? Das färbt auf eine Art, man bleibt jung durch den Umgang mit den MTV-Zuschauern. Ganz genau. Jedes Jahr, dass ich bei MTV bin, werde ich jünger. So ein Gefühl habe ich. Wie lange bist du jetzt schon da? 2 Jahre. Da kommst du bald in die Schule. Ja? Ja. Jetzt. Gut. Der Tag heute könnte ja nicht besser passen. Ja. Heute Morgen lese ich in der Süddeutschen Zeitung, ein großer Triumph, MTV ist an unserem befreundeten Musiksender Viva vorbeigezogen. Um wie viele Zuschauer?
um ca. 100.000 in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen. Ja. Und ich denke, das können wir noch ausbauen. Müssen noch ein bisschen mehr werden. Aber immerhin sind wir mal Marktführer seit 6 Jahren. Wirklich? Zum ersten Mal hat MTV mehr Zuschauer. Ja. Und denen danke ich doch sehr herzlich dafür. Und da hat Viva euch so richtig Konkurrenz gemacht? Das muss man schon zugeben. Also Viva hat in einer Phase, als MTV aus London heraus gemütlich vor sich hingesendet hat, sehr richtig, ist sehr viel mehr auf das deutsche Publikum eingegangen. Ja. Deutschsprachig, vor allen Dingen deutschsprachige Musik und so. Und da hat MTV schon geschlafen, muss man schon zugeben. Aber das ist vorbei. Und jetzt seid ihr 100.000 Zuschauer vorne? Jetzt sind wir 100.000 Zuschauer vorne und das heißt, wir haben also seit ein paar Jahren die wesentlich coolere Musik. Ist das wirklich so? Ich kann es nicht beurteilen, weil für mich ist das alles Lärm. Ja? Nicht alles. Dann freu dich schon mal auf nachher. Ja, Motorhead, aber ich meine, das ist ja meine Zeit. Ja, ja, aber sozusagen unsere auch. Die 20er Jahre. Unsere auch. Ja. Wir haben gerade gestern zum Beispiel mit Motorhead, war Motorhead für MTV unterwegs in Berlin. Jawohl. Ja. Wir hatten den falschen Whisky bestellt. Da gab es Schelte. Wirklich? Aber ansonsten siehst du, Motorhead gehört völlig zu MTV. Ja. Und insofern hat sich da nichts geändert. Aber es ist richtig, dass zum Beispiel Künstler, die ich mal abends gerne auflege, bei einem schönen Glas Rotwein und bei Kerzenlicht und bei einem Gespräch mit mir selbst, zum Beispiel Eros Ramazzotti, das spielt ihr nicht. Nee. Genauso warum wenig? Nicht? Jetzt ist das so total süß und die Weiber fahren auf ihn ab und alles. Ja, ja. Eben. Nein, also wir spielen auch Modern Talking zum Beispiel nicht. Ja gut, da gibt es ja gewisse Unterschiede, sag ich mal, zwischen Modern Talking und Eros Ramazzotti. Nicht aber wirklich, weil, weißt du, dass die MTV-Zuschauer gutieren halt, dass wir bestimmte Videos auch nicht spielen. Die passen eben so? Zum Beispiel eher zu Viva. Ja. Ja? Ja, ja. Also bei uns findet schon die wesentlich progressivere, coolere Musik statt. Und insofern haben Modern Talking und Eros Ramazzotti und solche haben dann eher Platz beim Konkurrenten. Weiß Dieter Bohlen, dass ihr ihn nicht spielt? Das weiß er sehr gut, weil jedes Mal, wenn ich ihn treffe auf jeder Party oder auf jedem Event, dann springt er mich an, ist stinksauer, dass MTV ihn ignoriert. Ja. Und ich sage ihm jedes Mal, er ist genauso erfolgreich ohne MTV. Aber das kann er überhaupt nicht akzeptieren. Ja, wir können noch ein paar Mac mehr sein. Für ihn. Ja, ja, eben. Das oder? Ist genau ja, macht ihr denn Umfragen oder sagt ihr, dass unsere Zuschauer, die mögen Modern Talk nicht? Nein, nein, wir machen natürlich Umfragen. Ja. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir ein Modern Talking Video spielen würden, würden wir mindestens 10.000 Zuschauer verlieren. Weil das ist eine Ideologie, das ist eine Philosophie. So was spielt man nicht bei MTV. Also zu lange. Das ist so. Ah, siehst du? Jetzt fragen sich natürlich unsere älteren Zuschauer, die ja Modern Talking sehr gerne hören, auch von Wetten, dass und so weiter, eine so junge, attraktive, sympathische Frau, was hat die für einen Werdegang, was hat die für eine Ausbildung? Was für eine Ausbildung? Ja. Also äußerst langweilig eigentlich. Das finde ich nicht. Findest du nicht? Ja, also, ich habe gelesen. BWL-Studium. Ja, aber vorher. Du meinst die Nonnenschule? Ja. Ja, genau, die wird es gewesen sein. Ja. Die hat mich dahin katapultiert. Stimmt das? Das stimmt, 9 Jahre. 9 Jahre Nonnenschule. Ja. Ja. Nur Mädchen. Nur Mädchen. Streng, die Schule? Äußerst streng. Wie war das, wenn man einen Jungen mal treffen wollte oder mal irgendwie so zum Tanz am Samstagabend in die Bauernstube durfte gehen wollte? Durfte man nicht. Auf Klassenreisen mussten wir uns immer ein Dutt hochbinden, die langhaarigen Mädchen, auf das wir nicht angesprochen würden. Muss ich auch so Röcke tragen und so Faltenröcke? Faltenröcke, nee, aber also Hosen vornehmlich. Und wenn Röcke, dann lang. Ah. Und ich weiß noch, in der 5. Klasse mit 10 hatte ich einmal so ein rückenfreies T-Shirt an und wurde wieder nach Hause geschickt. Ich möge mich bitte umziehen. Du Luder, du kommst schon wieder im rückenfreien T-Shirt. Ja? Ja, genau, genau. Jetzt sagt dir der Volksmund, dass Mädchen, die auf einer Klosterschule waren, hinterher besonders scharf sind. Ist das wieder so ein dummes Klischee? Oder? Nee, überhaupt nicht. Beim ersten Klassentreffen, nach einem Jahr, weiß ich noch, Abiturientinnen-Treffen, standen irgendwie 3 Kinderwagen vor der Tür, uneheliche Kinder. Da hat man dann schon richtig Nachholbedarf. Ja. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt scharf sein, sondern einfach nur naiv. Ja? Naja, sozusagen, manchmal ist das ja das Gleiche. Man sagt ja irgendwie so, ist das so? Manchmal, ja. Ja? Ja, ja. Wo hat man sich dann informiert, wenn man auf so einer Klosterschule so knapp gehalten wurde? Naja, nebenan war ein Jungsgymnasium, das soll ich vielleicht noch dazu sagen. Aha. Pausen aber versetzt, sodass man sich nicht wirklich irgendwie war. Über den so genau geplant. Ja, ja, genau. Ja. Und wir haben natürlich irgendwo geguckt, dass wir doch irgendwelche Jungs in diese Schule bekommen können. Ja? Ja. Das war dann immer das größte Hobby. Wir haben wieder verkleidet als Handwerker oder als Nonnen. Nein! Doch. Als Nonnen verkleidet? Ja. Mhm. Das ist aber aufgeflogen. Mit den Handwerkern nicht. Das haben wir einmal geschafft. Ja. Mit dem Unterricht an der Tür geklopft. Ja. Und dann Handwerker und so weiter sind dann an die Heizung gegangen. Aber meistens sind wir daran gescheitert, dass wir einfach zu sehr lachen mussten. Ja. Hm. Was waren das, Handwerker? Installateure? Ja, genau. War dann so kalt im Winter und so an der Heizung ein bisschen rumgeschraubt. Und ja. Ja, ja. Und insofern hatten wir es dann eben doch geschafft. Und haben immer Punkte verteilt unter den Mädels, wer halt schafft, am meisten Jungs am meisten in die Schule zu schlafen. Und dann kam das BWL-Studium. Nee, dann haben wir den Nonnen erst noch mal auf die Schleppe getreten hinten.
Ja. Ach so, wieso das? Genau, ja, damit sie runterkracht natürlich. Ach so, ja, ja. Wie, dann stand die Nonne da das ohne gab Schleppe? Auch Punkte. Ja? Ja, ja, nee, die rutscht dann so nach hinten runter. Ja. Ach so, die Schleppe ist am Kopf befestigt. Ja, ja, genau. Ich dachte jetzt hier am Rock. Nein, nein, nicht, nein. Nee, da so, das geht dann so, weißt du, wie so ein Pinguin halt. Ja, so, ja. Und so hat draufgetreten. Und dann, ja, zack. Weg. Das heißt, das waren so die Scherze, die man sich dann im Mädcheninternat gönnen konnte. Das bedeutet 4 Wochen Näherei, Strafe. Ja, wirklich wahr. Ja. Christiane, wir drücken die Daumen, dass das mit MTV so weiter erfolgreich läuft. Ja, vielen läuft. Dank. Ja, obwohl wir natürlich sagen müssen, wir sind natürlich auch Freunde von Viva, aber. Das ist völlig in Ordnung. Es ist ein sportlicher Wettstreit und der Bessere soll. Es tut uns natürlich leid für Viva, gerade jetzt so vor dem Börsengang, aber damit müssen sie leben. Also, die werden damit umgehen. Ja, ja. Alles Gute und du bleibst noch hier, wenn Motorhead jetzt kommt. Natürlich, ja? Klar. God save the Queen, meine Damen und Herren. Motorhead! Thank you very much. Thank you. Money!